Und dann werden wir mal gucken, was wir jetzt so machen. Da ist die komische Stimme wieder. Wir müssen erst mal gucken. So, der Stein kommt hier weg, weg, weg. Und Öfen, ja, kommen auch hier rein. Holz haben wir hier unten. Holz, 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 Holz. Alles Holz. Oh, wir haben voll. Ups. Zäune können wir mitnehmen. Die brauchen wir. Und ein bisschen normales Holz. Ja, ist voll. Holzkiste ist voll. Mach das einfach mal so. Oh Gott, wie macht man... Ach so. Ich glaube, ich weiß jetzt noch das Rezept für den Zaun. Ich möchte Eiche haben. Haben wir hier Eiche? Scheiße. Gut, dann nehme ich Schwarzeiche. Huch. Nehme ich Schwarzeiche. Holzzaun, Tor. Ich will einen Zaun. Scheiße. Warte mal. Geh doch. Brauchen noch mehr. Klack und schon haben wir das Zauntor. Ich gehe jetzt natürlich nochmal schlafen kurz. Wir das auch haben. So. So. Können wir auch mal irgendwann richtig ins Nether gehen. Achso. No problemo, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Haus und machen da erstmal eine richtige Umzäunung. Hoffentlich hilft dieses Teil da, wo wir das Gras gemacht haben. Hoffentlich. Es dauert, wird aber wirklich dauern. Bis das fertig ist, das wird dauern. Das wird richtig dauern, das kann ich sagen. Oh. Fackeln wollte ich ja mitbringen, stimmt. Müssen wir gleich nochmal rennen. Und das nächste, die nächsten Zäune. Oh. So. Komme ich mir so ein bisschen vor wie auf ein Hausboot, ganz ehrlich. So. Klack, und dann sollte das hier auch erstmal sein. Dann packe ich erstmal alles. Ich würde hier dann eine Kiste aufbauen, wo ich erstmal alles reinmache. Dann hole ich mir nochmal Fackeln. Le Fackle. Und dann haben wir das auch. So. Da müssen wir mal nachgucken, wie das mit unserem Getreide aussieht. Und dann können wir auch weitermachen. Fackeln, 3 Stück nur, Alter. Ist jetzt aber mal gut, ne, langsam. Nochmal ein bisschen Glas. Glas kommt zum Glas und Sand. Wohin denn sonst? Ach, wir hatten da sogar noch was drin. Mann, 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 Mann. Werkzeuge brauchen wir nicht. Wir brauchen Stöckchen oder Stöckchen Weißröckchen und Fackeln. Huch, hier. 27 Fackeln, das sollte reichen eigentlich.
Lalala. Können wir natürlich noch mal so ein bisschen unterwegs machen. Ein paar Fackeln. Damit wir den Weg immer finden. Versteht sich, ne? Mal hier auf der Brücke. Hier einmal. Dann wird das hier alles hell erleuchtet sein. So, 17 Stück noch. Los, fuck, los. Hier auch nochmal oben. Hier oben drauf sieht auch schön aus. Muss man schon mal sagen. Hier vorne haben wir schon so ein bisschen. Theoretisch könnte ich den Rest hier oben so ein bisschen halbwegs draufballern, ne? Finde ich eigentlich ganz nett. Das haben wir. Dann nehmen wir nochmal hier alles mit, was wir kriegen können. Die zwei Rosen werde ich natürlich sehr gerne hier verbauen. Nur mal gucken, mal wächst das hier schon so ein bisschen. Ah, guck mal. Na, jetzt sind das drei, ne? Das sind drei. Der erste ist gewachsen. Ich muss hier bis ganz nach hinten. Ach ja. Die und die wollte ich dann noch loswerden. Finde ich hier vorne ganz nett. So, können natürlich hier auch noch mal so ein bisschen Tisch mit Stühlen dann hinbauen. Mit einem Glastisch. Mit so einem Viech. Vielleicht Teppich oder sowas drauflegen. Müssen wir mal gucken. Oder so. Geil. So. Dann lassen wir die Sommerresidenz erstmal in Ruhe. Gehen zurück ins Lager und dann gucken wir mal weiter. Habe ich jetzt alles aus der Kiste mitgenommen? Ja, sehr schön. Super. So, und dann sortiere ich das erstmal alles ein und dann werde ich mal gucken, ob wir nochmal zur Farm gehen können. So, Holz. Hier habe ich nochmal Holz. Hier habe ich Holz. Das passt nicht mehr rein. Das ist scheiße. Wir können ja die Druckplatten mal benutzen. Auch lustig. So, darauf und dann die Steinstufe hier. Die hier hin. Haben wir Stein? Wir haben Erde. Holz haben wir noch so ein bisschen was. Das passt jetzt da rein. Holztüren passen nicht mehr rein. Den Rest der Druckplatten. Oh Gott. So voll. Ah, warte mal. Provisorisch. Geht das? Geht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Waffen, Werkzeug, Brot behalten wir in der Hand, das backen wir, das kommt hier, ach, das kommt ja auch noch hier zu Holz, das Vieh, ach, das geht ja ganz schnell, gut, Eimer, Glas, und Kaninchenfell muss zum sonstigen Zeugs. Kommt das auch dahin? So. Theoretisch müssten wir jetzt langsam mal anfangen, irgendwas zu verzaubern. Ist ein Boot hingekommen. Noch mal so eine kleine Reise zu dem Schuppen hier machen. Ich finde diese Boote, ganz ehrlich,
sowas von unmöglich. Jetzt funktioniert's, aber der rast mir auch schon davon. Ja, ganz ehrlich. So, unser erstes Haus hier. Guck mal, sogar eine Werkbank ist drin. Hups, genau reingesprungen. So, mal gucken, wo uns dieser See, wo uns dieser Weg hinführt. Oh, jetzt ruft einer gerade an. Einen Moment mal bitte. So, da bin ich wieder. Ja, kurzer Cut, Telefongespräch. Passiert ja immer mal wieder. So. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich hab's total vergessen. Total. So haben wir jetzt. Wir haben jetzt noch 8 getragen. Wenn ich schon so an Brot denke, dann weiß ich auch, an die ich noch denken muss. Die Musik habe ich einfach weiterlaufen lassen. Nicht wundern, wenn jetzt eine andere Musik auf einmal ist. Und ändern wir alles mal ab. Ja, den hier auch. So. »62. Sieht's. Sollte doch reichen. Ja. So. Dann haben wir das schon mal hier mit dem Getreide. Und dann können wir uns mal anderen Dingen zu widmen. Ich glaube, die nächste Aufnahmesession werde ich einfach mal in der Nether verbringen. Einfach den ganzen Zeit im Nether. Werde ich mich gut ausrüsten. Der ist wieder falsch gewachsen, Mensch. Den Viecher muss immer aufpacken, wie die wachsen. Die wachsen irgendwie immer falsch. Die Melonen, da haben wir jetzt Glück, dass jetzt alle so gewachsen sind, aber es gibt auch Melonen, die anders wachsen. Na. Wow. So. Kann ich ja hier in die große Truhe machen eigentlich, ne? Können wir uns jetzt fürs Nether ausrüsten. Dann wird's nächste Aufnahmesession ins Nether gehen. Das kann ich euch versprechen. Motorräder draußen. Tut mir leid. So. Wir rüsten uns auf. Wir rüsten uns auf und gehen in den Kampf. Ziehen in den Kampf. Spitzhacke. Wir werden siegen. Wir werden als Sieger wieder rauskommen. Und bringen viel Erfolg mit. Huch. So, nämlich das hier war die Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Aufnahmesession stehen wir im Nether. Vollkommen heil. Können jetzt schon mal durchgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Nether wieder. Ciao mit V.